Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. ITAS Kolloquium ist immer toll, aber heute ganz besonders toll. Ich freue mich sehr, Frau Professor Gesine Schwan hier begrüßen zu dürfen. Da funktioniert schon nicht alles so wie gedacht. Frau Schwan ist Politikwissenschaftlerin. Sie hat auch noch andere Dinge studiert, wie zum Beispiel Philosophie und Geschichte. Sie hat das getan in Berlin und Freiburg. Sie sind auch Berlinerin, glaube ich. Und hat dann in der Politikwissenschaft wissenschaftliche Karriere gemacht, lange einen Lehrstuhl an der Freien Universität in Berlin gehabt und ist dann von dort aus nach Frankfurt an der Oder gegangen, wo kurz nach der Wende die Viadrina gegründet worden ist. Eine interessante Universität, die es schon mal viel früher gab, 1500 irgendwas schon mal gegründet und immer schon so eine Ost-West-Schnittstelle auch ganz gezielt bedient hat. Und dort waren Sie dann auch Präsidentin der Viadrina für längere Zeit. Und mittlerweile haben Sie die Viadrina, Humboldt Viadrina School of Governance gegründet, wo es halt eben um Masterstudiengang Public Policy geht. Das ist sozusagen wissenschaftlich ein Stück der Vita. Natürlich gibt es auch andere Stücke und einige von Ihnen werden Frau Schwan vielleicht eher über den politischen Teil ihrer Vita kennen. Frau Schwan ist in der SPD engagiert. Zurzeit leitet sie die Grundwertekommission. Das ist ja nun auch keine Kleinigkeit in einer solchen werteorientierten Partei. Und sie war zweimal Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Es hat dann die Mehrheitsverhältnisse, die haben es eben anders gefügt. Im Nachhinein kann man sagen, wenn sie es geworden wären, wäre uns manches erspart geblieben. Aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Wie kommt es, dass Frau Schwan hier bei uns ist? Frau Schwan ist seit Jahren engagiert zum Thema Energiewende. Sie hat ein eigenes Partizipationsformat erfunden, kann man sagen. Die Trialoge zur Energiewende, von denen es jetzt schon 25 etwa gegeben hat. Ein innovatives Format, um eben Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik in einen strukturierten Dialog zu bringen, wo eben der traditionelle Weg der Politik scheinbar nicht mehr weiterhilft. Und über diesen Kontakt, über dieses Thema haben wir zueinander gefunden. Sie waren schon einmal in Karlsruhe bei uns. Sie haben auf dem Podium unserer Energiewende-Konferenz gesessen, die wir hier im ZKM vor gut einem Jahr hatten. Und wir reden auch über Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen dieses Trialogformates oder auch anderer Dinge. Ja, ich freue mich wirklich riesig, Frau Schwan, dass Sie hierher gekommen sind. Viele andere, ich denke alle, die hier sind, freuen sich auch. Ich muss bevor ich Ihnen endlich das Wort geben kann, noch eine Formalie sagen. Hier wird aufgezeichnet, das sehen Sie hier an der Kamera. Im Intranet des KIT wird übertragen und auch danach wird diese Aufzeichnung zugänglich gemacht werden. Falls es also hier jemand im Raume gibt, der oder die nicht gesehen werden möchte, bitte, der Raum ist verwinkelt genug, um so ein paar versteckte Positionen zu finden und trotzdem mit bei der Sache sein zu können. Vielen Dank schon mal fürs Kommen, aber vor allen Dingen, Frau Schwan, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Lieber Herr Grunwald, vielen Dank für Ihre Einführung voller Sympathie. Ich muss sagen, ich habe so viel Hochachtung vor allem, was Sie machen, weil es eben die Grenzen von dem, was wir traditionell in der Wissenschaft machen, übersteigt und überschreitet, dass es mir gar nicht möglich wäre, abzusagen, wenn Sie mich einladen. Es ist also eine große Ehre für mich, hier sein zu können. Und ich freue mich auch auf das Gespräch mit Ihnen allen. Vielleicht einen Satz noch zu dieser Biografie von mir. Mein Hauptengagement kommt aus meiner familiären Herkunft für demokratische Politik. Das ist sozusagen der Anfang von meinem Elternhaus. Ja? Hintergrund, Nationalsozialismus und so weiter. Und auch in der Wissenschaft, in der Politikwissenschaft, hat mich immer interessiert, wie machen wir die Demokratie gut. Also es haben mich nicht abstrakte Diskursanalysen interessiert, sondern nur, wenn die Diskursanalysen dazu beitragen, die Demokratie besser zu machen. Ich bin also unrettbar normativ orientiert und praktisch orientiert, halte das auch nicht für schlimm. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft dadurch beschmutzt wird, solange man ganz klar weiß, wo sind jetzt meine normativen Prämissen oder sich klar machen lässt. Man weiß ja nicht immer selbst von sich, wo sie sind
und sich gegenseitig da auch konzidiert, dass diese Prämissen nicht bewiesen werden können, sondern dass man von denen ausgeht, man kann sie begründen. Also diese praktische Umsetzung ist mir wichtig und es ist für mich sehr deutlich, dass wir in den verschiedensten Feldern, ob Energie oder in anderen auch, seit mindestens 20, 25 Jahren, retrospektiv merkt man das dann eher, man merkt einen Umbruch nicht sofort, wenn man drin ist, vor ganz neuen Herausforderungen demokratischer Politik stehen, weil das normale Schema demokratischer Politik Nationalstaaten sind. Und die Nationalstaaten gibt es noch, sie sind immer noch eine Bezugsgröße, auch eine emotionale für viele Menschen, aber es ist ganz offenkundig, dass Nationalstaaten ganz viele unserer Herausforderungen und Probleme auf der Welt nicht mehr als Nationalstaaten lösen können, sondern dass es grenzüberschreitende Politik sein muss, die das tut. Ungefähr 20, 25 Jahre lang hatten wir eine Art Vorherrschaft des Arguments, lass doch die Politik, wir regeln es über den Markt. Aber der Markt als Ersatz für Politik, der mit der ökonomischen Globalisierung und mit eben dann auch einer starken Marktradikalität zusammenhing, kann das offensichtlich nicht. Dafür gibt es genügend Indizien. Und das heißt, es muss Politik grenzüberschreitend jetzt über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg nachgedacht, formuliert und auch entschieden werden. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil unsere traditionellen Verfahren, Prozesse, Akteure, demokratische Politik zu gestalten und zu legitimieren über Wahlen, Parlamente, Regierungen und so weiter, nicht mehr ausreichen. Ich halte sie für unersetzbar, aber sie reichen nicht mehr aus. Und das ist der Hintergrund, sowohl biografisch als auch politikwissenschaftlich, politiktheoretisch, für das, was ich versuchen möchte, Ihnen, wir haben ausgemacht, dreiviertel Stunde, davon habe ich schon 2,5 Minuten mindestens verwendet, vortragen will. Also nochmal herzlichen Dank. Die Energiewende, der Titel ist ja sehr kantisch geradezu, so kompliziert. Die Energiewende im Zusammenwirken von demokratischen Prozessen und technischer Innovation ist doch wirklich ein klasse Titel. Also diese Kombination, darum geht es. Und wir wissen, wenn wir uns ein bisschen mit der Energiewende befassen, dass wer immer Stellung nimmt zur Energiewende, dies aus bestimmten Vorverständnissen heraustut. Das geht gar nicht anders. Immer liegen Vorverständnisse zugrunde. Und ganz lange war bei dieser Energiewende, vielleicht nicht so sehr bei denen, die da Pioniere waren und das vorangebracht haben, aber bei denen, die es dann übernommen haben, ein sehr technologisches bis technokratisches Verständnis von Energiewende im Vordergrund. Da muss man eben die richtigen neuen Technologien erfinden und muss man die einsetzen und dann kann man energieeffizient und sonst was alles arbeiten und das muss geschehen. Man muss die eine abschaffen, die Nuklearenergie, und muss sie durch was anderes ersetzen. Und das kann man alles technisch durchrechnen und eigentlich wäre die Welt ganz einfach, wenn alle Menschen so reagierten, wie das die gut vorausdenkenden Ingenieure und Techniker sich vorstellen. Aber sie tun es eben nicht und das ist vielleicht auch nicht nur mangelnde moralische und intellektuelle Qualität, dass sie es nicht tun, sondern das politische Leben ist schwieriger. Immerhin, das Vorverständnis, unter dem ich Energiewende denke, ist wichtig mitzudenken. Und es war eben eher technokratisch, technologisch. Also hier technische Innovation wäre das thematisch zugeordnete Wort. Dann kam Fukushima. Und das wurde alles plötzlich eine ganz politische Angelegenheit, ein großer politischer Aplomb, natürlich nicht unvorbereitet, sondern lange vorbereitet, jedenfalls in der deutschen Diskussion. Ich bin überzeugt, dass Frau Merkel nicht entschieden hätte, den Ausstieg aus der Atomenergie, wenn ihr nicht klar gewesen wäre, dass die Diskussion in der deutschen Gesellschaft so war, bei diesem Stand des Unglücks, zeitlichen Stand des Unglücks, dass sie bei den Deutschen keine Mehrheit mehr finden würde, wenn sie einfach weitermachen würde. Das heißt, da ist ein großer Vorlauf und es ist jetzt nicht die individuelle Einsicht von Frau Merkel, glaube ich, dass offenbar Menschen doch fehlen können, was eine protestantische Pfarrerstochter immer schon mal wissen könnte, dass Menschen fehlen können und endlich sind, sondern es ist sehr deutlich diese vorlaufende Diskussion in der deutschen Gesellschaft, die Skepsis, der schon mal vorhandene Ausstieg aus der Atomenergie und dann wieder zumindest Verlängerung der atomaren Energie, die das deutlich gemacht haben. Und da kann man jetzt sagen, massiver Einbruch des Politischen in die Frage der Energiewende, allerdings auch so, dass bis heute, wenn jetzt Personen über Energiewende diskutieren, es keinen wirklichen
Einklang innerhalb der deutschen Gesellschaft gibt. Wir haben den Bundestagsbeschluss, der eigentlich nur sagt, Ausstieg aus der Kernenergie und noch überhaupt nicht die weitere Strategie determiniert, wie es dann weitergehen soll mit der Energiegestaltung und allem, was da damit zusammenhängt. Aber, und da gibt es nach wie vor sehr viele, die durchaus finden, das müssen wir technologisch lösen und das können wir sozusagen, da müssen wir den Hebel richtig stellen. Das ist eine Art mechanistisches, nicht dass die Technologie mechanistisch ist, aber ein mechanistisches Politikverständnis, das müssen wir technisch hinkriegen. Und die, die in Deutschland entweder so technikfeindlich sind oder so naiv sind oder irgendwas noch sind, die müssen eben dazu gebracht werden, dass das richtig hinhaut. Gerade etwa bei dem Begriff der Energieeffizienz ist das sehr häufig der Fall, wenn wir eben richtig effiziente Maschinen haben. Da muss die Innovation ran, dann haut das hin. Ich war neulich hier auch in Ihrem wunderbar erfinderischen Südwestdeutschland bei einer Fachmesse am Bodensee über Kunststoff, Fukuma oder so ähnlich hieß das, Wakuma so. Und das ist wirklich toll, was da die einzelnen Ingenieure, die da mit ihren mittelständischen Unternehmen ausstellen, was die sich ausdenken an Energieeffizienz. Das ist beeindruckend, ja. Also das will ich überhaupt nicht schlecht machen. Da wird plötzlich kommt man mit einem 30stel der Energiemenge aus im Vergleich zu der technologischen, dem Stadion davor. Es ist also ein wichtiger Teil. Aber es ist eben auch etwas, was im Einzelnen menschliches Verhalten, menschliche Einstellung, menschliche Werte angeht. Und das möchte ich an ein, zwei Punkten nennen. Das erste ist, ich arbeite gerade mit dem Wirtschaftsministerium an einem Verfahren, darüber nachzudenken, das erkläre ich Ihnen dann gleich, zum Thema, was jetzt ansteht, Kapazitätsmärkte oder sogenannte Energy-Only-Märkte. Also es geht um den sogenannten Strommarktdesign. Es geht darum, wie die bei der Energiewende formulierten drei Essentials, Versorgungssicherheit, Angemessenheit für die Umwelt und Kostengünstigkeit, diese drei großen Essentials, wie die umgesetzt werden können, sodass man beim Übergang in erneuerbare Energien keine Verluste eingeht und vor allen Dingen bei einem Industriestandort Deutschland, der so stark auf Energie angewiesen ist, darf es keine Unsicherheit geben. Und die Frage ist nun, wie diejenigen, die für diese Energiewende stehen, und es gibt immer noch eine ganze Menge, wenn Sie da mal auf irgendwelche Abendpartys gehen oder Sektempfänge, dann werden Sie das ohne Mühe immer wieder hören können, auch aus der Industrie, die sagen, das ist völlig unsinnig gewesen, dieser Ausstieg. Natürlich, prinzipiell wollen wir das schon, aber viel zu früh und das muss man doch lange vorbereiten und so weiter. Also da ist keineswegs immer ein Support dafür, das muss man ganz klar sehen. Und da muss man vor diesem Hintergrund eben beweisen, es gibt keine Verunsicherung, der Energie wird nicht zusammenbrechen, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht und so weiter, werden wir trotzdem was bekommen. Das ist das Brisante, das ist ein Teil des Brisanten. Bei dieser Frage des neuen Strommarktdesigns, da hat das Wirtschaftsministerium ein sogenanntes Grünbuch herausgegeben, hat vorher eine ganze Reihe von Gutachten bestellt, auch schon die Vorgängerregierung hatte die bestellt und hat mal zusammengestellt, vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen, dieses Grünbuch steht ja im Internet, was die verschiedenen Positionen sind, welche verschiedenen Arten von Kapazitätsmärkten es gibt, welche Alternativen der Sicherheit durch Flexibilisierung sowohl auf der Abnehmerseite als auch auf der Zulieferseite es gibt und so weiter. So, dies ist ein Konglomerat von technischen Fragen, weil zum Beispiel können Sie die Flexibilisierung dann steigern, wenn Sie die Netze nicht nur ausbauen, sondern in die eine und die andere Richtung schieben können, wenn Sie da Flexibilität haben, wenn Sie in den Unternehmen, in den großen Abnehmerunternehmen Flexibilität haben können, wann Sie mehr abnehmen und wann Sie weniger abnehmen, wann Sie drosseln, wenn gerade wenig Energie da ist und wann Sie reinholen in Ihr Unternehmensverfahren, wenn Sie mehr Energie haben. So, das sind sozusagen technische Aspekte, aber das sind auch politisch-soziale Aspekte. Denn das Ende der Atomkraft hat gerade für die vier großen Energiezulieferer, das ist ja bei Ihnen sicher Eulen nach Athen tragen, eben die Situation bewirkt, dass sie eigentlich alle vier kein richtiges Businessmodell hatten, weil sie sich ganz lange darauf
konzentriert hatten, es geht so weiter, die Laufzeit der Atomkraftwerke war gerade verlängert worden. Und ich erinnere mich an jemanden, der in einer großen deutschen Firma, die mit R anfängt, zuständig war für erneuerbare Energien. Sie werden nie rauskriegen, wer das ist, von dem ich jetzt spreche, also im Vorstand, damit Sie es ganz genau wissen. Gut, also dieser Herr, mit dem ich mich unterhalten habe, war voller Wut über die Energiewende. Und in dieser Wut hatte ich fast das Gefühl, ich sei Frau Merkel, weil er mich so attackiert. Ich habe ihn daran erinnert, dass ich das nicht bin, sondern dass sie die Entscheidung getroffen hat. Aber er war wirklich voller Wut und hat dann mal so zwischendurch reinfallen lassen, naja, Sie können mich natürlich fragen, warum haben wir uns nicht früher darauf eingestellt? Aber dann hat er schon wieder weitergeredet, so. Und als er 10 Minuten soweit war, ich habe den Hörer immer so gehalten, da habe ich gesagt, übrigens, Sie hatten eben gefragt, warum haben Sie sich nicht früher eingestellt? Warum haben Sie sich eigentlich nicht früher darauf eingestellt? Es gab ja schon mal die rot-grüne Wende. Da war er plötzlich ganz still und sagte, ja, ist eine gute Frage. Es war natürlich die Politik schuld. Dachte ich, jetzt hat er schon wieder den Hafen gefunden. Die Politik musste ja schuld sein, dass diese große Firma mit R kein Businessmodell hatte. Ne? Denn sie war schuld, weil zwar Rot-Grün diese Energiewende schon eingeführt hatte, aber die Opposition damals, genauer gesagt Schwarz-Gelb, versprochen hatte, wenn sie an die Regierung käme, würde sie das wieder rückgängig machen. Und solange die Opposition versprechen würde, dass sie das wieder rückgängig machen, hätten sie doch keinen Anlass gehabt, ihr Businessmodell neu zu denken. Ich muss sagen, ich fand das klassisch. Also da kann man richtig eine Folie draus machen, ja, dass ich so lange als Geschäft, kein Riesengeschäft, Milliardenunternehmen, keinen Anlass habe, mein Businessmodell zu durchdenken, wie ich eine Hoffnung habe, dass ich in der Politik Leute habe, die ich so beeinflussen kann, dass sie meinem Businessmodell entsprechend Politik machen. Das ist ja dahinter. Wahrscheinlich gar nicht so reflektiert, sondern man war es gewohnt. Ne, so. Und dieses Problem ist jetzt natürlich nicht nur für die, die das Kapital da reingegeben haben, sondern für die Arbeitsplätze ein Problem. So, das heißt, wir haben einerseits bei dieser neuen Situation, wie schaffe ich Versorgungssicherheit, die vielen technischen Fragen und auch die Überlegung, das müssen wir irgendwie hinkriegen, wenn es geht im europäischen Kontext. Wir haben auf der anderen Seite aber bei den großen Unternehmen die Sorge, dass wenn wir die einfach schnell schließen, in Brandenburg sind das dann mal kleine 18.000 Arbeitsplätze und Nordrhein-Westfalen sind es auch, weiß ich nicht, 20.000 und so. Das ist ja kein Pappenstiel, nicht, wenn die plötzlich wegfahren. Das heißt, solche Energiewende hat ganz klare, nicht nur finanzielle Kosten, sondern soziale Kosten, massive soziale Kosten. Und die müssen wir auch aussprechen. Das handelt sich um Leben, es handelt sich um Ursachen auch für politisches Handeln. Damit ist die Energiewende eine Frage der technologischen Innovation, aber auch eine Frage der Governance. Das heißt, wie kriegen wir das so hin, dass die Kosten davon, die finanziellen, die wirtschaftlichen, aber auch die sozialen Kosten, erträglich werden? Das ist eine klassische politische Frage, denn der Umgang mit dem Verlust von Arbeitsplätzen ist ja in unserer Verteilung eine klassisch politische Frage. Wir sagen ja nicht, ein Unternehmen muss die Versicherung für die zahlen, die sie gerade entlassen haben. Das ist ja, wird wahrscheinlich auch gar nicht machbar sein, aber die Arbeitsteilung ist natürlich gefährlich, dass dann der Staat, er soll es bleiben, für die Arbeitsplätze zuständig ist. Hier haben wir eine politische Implikation. Wir haben noch mehr Implikationen. Denn die Energiewende ist von denen, die sie besonders vorangetrieben haben, ganz stark als ein deutsches Projekt vorangetrieben worden. Die Nachbarn in Europa haben sich auch beschwert, warum habt ihr uns nicht vorher gesagt und ihr habt das einfach eingeführt, ganz schnell und so. Gut, also da kann man sich vielleicht drüber streiten, ob das hätte gesagt werden können im Fall dieser sehr katastrophalen Kontextsituation mit Fukushima und so weiter. Aber man hätte sich ja denken können, dass man sagt, okay, in der Europäischen Union, in der wir sind, gibt es verschiedene Kompetenzen. Es gibt eine Klimakompetenz, die liegt in der Europäischen Union, sehr stark auch bei der Kommission. Und es gibt die Kompetenz, also die Entscheidungskompetenz für den Energiemix, die liegt bei den Nationalstaaten. Nun haben die beiden ja was miteinander zu tun. Aber sie sind politisch kompetenzmäßig unterschieden. Und diese Kompetenz bei den Nationalstaaten macht es erstmal naheliegend, dass jeder Nationalstaat, auch die Deutschen, sagen, ich mache jetzt meinen eigenen Energiemix. Aber wenn man 3 Schritte weiter denkt, sagt man sich ja, Moment, wie ist das denn zum Beispiel, wenn wir plötzlich zu viel Wind und zu viel Sonnenenergie haben und die kommen da aus dem Nordosten und die Netze verkraften das nicht mehr und dann
geht das eben mal so ein bisschen auf die polnische Seite über, worüber sich die polnischen Unternehmen überaus freuen, weil sie nämlich dann ihre eigene Energie da nicht reinpumpen können. Das ist ja eine schwierige Sache. Das heißt, da sind unsere Nachbarn tangiert, nur an diesem konkreten Fall. Und es könnte naheliegen, dass man aus dieser Überlegung, dass man nicht einfach sozusagen in den Garten des anderen gehen kann, aber auch aus der Überlegung, dass wenn man sich zusammentut, man vielleicht gemeinsam mehr davon hat, dass man sich mit ihnen zusammensetzt und was macht. In Klammern, unsere gesamte Demokratie und unser Gemeinwesen baut darauf aus, dass wir es gemeinsam besser hinkriegen als jeder für sich alleine. Wenn wir alle Robinson Crusoe spielen auf der Insel, in der Gesellschaft, vielleicht dann auch noch ohne den Kompagnon Freitag, kommen wir nicht so weit, wie wenn wir uns zusammentun. Und das gilt natürlich für Europa. Man hätte sich also denken können, wir machen daraus ein europäisches Projekt, vielleicht sogar mit neuen Arbeitsplätzen oder so. Aber das ist natürlich mühsam. Und wir haben auch gar nicht so richtig Ebenen, wo wir diese Frage mit Europa besprechen können. Denn die Kommission kann das bei der Energie, wie gesagt, nicht machen. Das Europaparlament hat kein Initiativrecht. Das kann nur von der Kommission eingebrachte Gesetze mitbehandeln und dann auch verabschieden oder auch nicht. Und der Europäische Rat, also die Versammlung der Staatschefs, dann gibt es noch den Ministerrat, das ist dann die Versammlung der Minister von den europäischen Staaten. Dieser Europäische Rat hat überhaupt nicht viel Interesse daran, sich zusammenzutun mit den anderen, nur zähneknirschend, weil alle, die da drin sitzen, sind nur legitimiert von ihren nationalen Wählerschaften. Frau Merkel kann nicht daran interessiert sein, an irgendwas, was nun die Franzosen befriedigt, weil dafür wird sie nicht gewählt. Und Monsieur Hollande kann auch nicht in erster Linie daran interessiert sein, was die Deutschen interessiert, weil dafür wird er auch nicht gewählt. Und daher haben sie auch nicht ihre Macht. Das ist also eine ganz nüchterne Analyse der Entstehung von Macht, die dahinter steckt. Und da wirklich drüber zu springen, zu sagen, trotzdem wollen wir einen Mehrwert für uns alle, das setzt eine gewisse Risikofreude voraus, die nicht alle demokratisch gewählten Politiker auf Anhieb haben, was wir beobachten können. Ich will also sagen, es ist eine Mischung bei diesem Beispiel in der Versorgungssicherheit von technischen Fragen, die wir regeln können, aber auch politischen Fragen, denn de facto können wir feststellen, das wird auch im Grünbuch sehr deutlich gemacht, dass je mehr Sie Flexibilität haben, desto weniger brauchen Sie extra Kapazitätsspeicher und sowas, weil Sie können dann immer den oder den verabredungsvertragsgemäß anzapfen. Je mehr Sie auch bei den innerdeutschen Abnehmern Flexibilität haben, je mehr die sich darauf einstellen können, dass die Mittagszeit jetzt nicht die Zeit ist, wo so wenig Energie da ist, weil die Leute alle essen und abwaschen und sonst was, sondern die Zeit ist, wo sehr viel Energie da ist, weil die Sonne am meisten scheint, weil Sie das alles verändert haben, dann können Sie sich eventuell mit Ihren Geräten und so weiter darauf einstellen. Also Flexibilität kann eine gewisse Sicherheit schaffen, übrigens nicht zufällig. In allen Sozialwissenschaften ist Stabilität nicht dort am besten, wo sie besonders steif sind, sondern wo sie zugleich flexibel sind. Ich weiß nicht, ob das in der Ingenieurwesen und ich glaube in der Mechanik ist das auch so ähnlich. Also Flexibilität und Stabilität gehören zusammen. Aber, das können Sie noch sozusagen abgetrennt in der Naturwissenschaft sehen, aber wenn Sie das in Europa sehen, in der Politik, dann heißt das, dass Sie sich als tüchtige, dolle, erfolgreiche Deutsche eventuell abhängig machen von den Italienern. Stellen Sie sich das mal vor. Von deren südlicher Energie da unten, wo die doch die Budgets nie einhalten. Ich sage das etwas karikierend. Ja? Also in der Politik heißt Flexibilität eine natürlich auch durch Kontrolle abgesicherte, aber Vertrauenseinstellung gegenüber den anderen. Das Gegenteil von Autarkie. Wer ganz wenig Vertrauen hat, wer ganz misstrauisch ist, möchte alles alleine für sich machen, kann er über alles verfügen, braucht er überhaupt nicht sich einzustellen auf die anderen, auch nicht mit denen verhandeln. Das heißt, wir brauchen für diese Form von Versorgungssicherheit, die zur Energiewende gehört und die wir dann billiger haben können, Verhandlungen mit den anderen und auch eine
eine Art Grundvertrauen zu unseren politischen Nachbarn. Wenn wir das nicht haben, wird es teurer. Und ich habe festgestellt, dass auch die zum Teil ja durchaus missionarische Komponente bei der Energiewende und beim Klimaschutz, die ich aber nicht kritisiere, aber sie ist da und sie hat eine ganz andere weltanschauliche Konnotation, als die Polen oder die Franzosen jeder mit dem Thema umgehen würden. Das geht denen hier hinten runter, diese sozusagen Naturschutz und sowas alles. Das haben die nicht in ihrer historischen, kulturellen Entstehung. Wenn man da diesen Unterschied sieht, dann merkt man, man muss mit denen verhandeln. Man muss mit denen neue Argumentations- und Einigungsebenen finden, um den Vorteil der Flexibilität für uns alle zu gewinnen. So, wenn das so ist und wenn ich einigermaßen plausibel habe machen können, dass die Energiewende eben technische Komponenten hat und soziale und politische und man eben immer schauen muss, wie ist das mit den Vorverständnissen? Dann ist die Frage, wie kommen wir bei diesen Vorverständnissen? Ist das jetzt eine weltanschauliche Sache, dass ich das Klima schütze, oder ist es eine praktische Sache, dass Bangladesch nicht untergehen darf? Beides ist wichtig, aber es sind unterschiedliche Arten, daran zu gehen. Wie kommt man da dazu? Wir werden immer verschiedene Vorverständnisse haben, aber wir müssen einiges verbindlich klären unter uns. Und da ist der nächste Punkt, dass die Voraussetzungen unserer Entscheidungen sich dauernd ändern. Beispiel Eigentümerstruktur. Als das losging mit der Energiewende, war noch nicht abzusehen, dass wir jetzt über 50% der Eigentümer an erneuerbaren Energien in privaten Haushalten haben, nicht in den großen Riesen. Und dass die sogenannten Prosumer da tätig sind, also die Produzenten und zugleich Konsumenten sind. Und dass das sich auch dauernd ändert und dass die auch nicht einfach umgangen werden können. Das heißt, wenn man eine verbindliche, für alle verbindliche Regelung finden will, muss man den immer erneuten, unabhängig von diesem Politikvorgang stattfindenden Veränderungen Rechnung tragen, weil unsere Eigentumsordnung nun so ist. Wenn da jetzt irgendwann 70% davon was werden würden, dann hätten wir mit einer ganz anderen Kontrahenten von Eigentümern bei den erneuerbaren Energien zu tun, als wenn wir drei Riesen hätten. Und diese Veränderungen der verschiedenen Komponenten, genauso wie eben auch in Europa, inzwischen zum Beispiel in Frankreich und ich glaube auch in England bereits Kapazitätsmärkte dabei sind, geschaffen zu werden, diese dauernden Veränderungen der Konstellation, dessen, was die Wirtschaft Rahmenbedingungen nennen würde, muss einbezogen werden, wenn wir politische Regelungen finden würden. Das ist schwer. Am schönsten wäre ja, wenn die Menschen alle gehorchten, es gäbe oben eine Instanz und dann könnte man was entscheiden, die Rahmenbedingungen bleiben alle dieselbe und dann ist es wie in einem Mechanismus. Aber so ist die Welt nicht, sondern die gehorchen nicht alle, die haben alle ihre Interessen, die erfinden auch immer was Neues, auch was Positives. Und das heißt, die Vereinbarung darüber muss eine gewisse Flexibilität haben, wieder, weil man auch revidieren können muss. Zugleich muss sie eine Stabilität und Verlässlichkeit haben, damit man zum Beispiel überhaupt investiert. Wenn Sie in Kraftwerke investieren, brauchen Sie 10, 15 Jahre Vorlauf, bis das alles soweit ist. Da können Sie nicht sagen, naja, ich gucke mal, vielleicht ist es in 5 Jahren flexibler anders. Aber Sie müssen es doch auch. Das heißt, sowohl die Entscheidungen, die für alle verbindlich sind als politische Entscheidung, als auch die Einzelentscheidungen müssen, wenn sie nicht nachher wie antiquierte Fossile überbleiben in einer Gesellschaft, die sich längst verändert hat, müssen immer wieder revidierbar sein. Man muss aufeinander hören, man muss gucken, wie man es miteinander macht. Und da solche neuen Governance-Formen zu finden. Vor 50, 60 Jahren hätte man gesagt, neues Problem. Bundestag verabschiedet ein Gesetz, Regierung übt das Gesetz aus, Bundestag nach unserer Verfassungsordnung kontrolliert, ob das Gesetz auch ausgeführt wird. Das ist alles vergleichsweise einfach. So ist es nicht mehr. Wir sind einfach viel komplizierter, viel komplexer. Und wir müssen fast jetzt nicht kybernetische Rückkopplungen haben, weil die laufen sozusagen automatisch, aber wir müssen Rückkopplungsprozesse, wo wir immer noch selbst denken und auch immer wieder selbst entscheiden, haben, um diese Governance einigermaßen gut hinzukriegen. Deswegen ein erstes Fazit: Es gibt keine rein technischen Entscheidungen bei der Energiewende. Alle haben immer Implikationen für soziale und politische und ökonomische Faktoren. Und man muss auf der anderen Seite sehen, ohne die Technik und ohne die Entwicklung der Technik ist das Ganze auch gar nicht zu meistern. Und deswegen komme ich zu einem Beispiel, zu der Frage, wie kann man zum Beispiel
technische Entwicklungen mit gesellschaftlichen Entwicklungen verbinden? Wie kann man eine Kommunikation herstellen zwischen der Erfindung neuer Technologien für den Energiewandel oder die Energiewende und dem, was in der Gesellschaft passiert? Da haben wir zum Beispiel öffentliche Vorträge, da kann man hingehen, die sind interessant, aber sie haben nicht so richtig eine Auswirkung auf das, was da passiert. Und gerade in der Wissenschaft, ich hoffe, ich trete Ihnen da nicht zu nahe, ist ja oft die Vorstellung, wir müssen auch um der Freiheit unserer Wissenschaft willen autonom sein in unseren Themenstellungen und Fragestellungen. Wir dürfen uns nicht von irgendwelchen gesellschaftlichen Machtansprüchen oder gesellschaftlichen Modetendenzen oder sowas was vorgeben lassen. Wir müssen alleine entscheiden. Und das ist auch richtig. Ich glaube, eine Wissenschaft, die sich wirklich einfach vorgeben ließe, was sie macht, hat ihre Freiheit aufgegeben. De facto hat sie es übrigens schon über die ganzen Finanzierungsmechanismen. Denn da läuft ja ganz viel über vorgegebene politische Entscheidungen, europäische Finanzierung und so weiter. Also da mache ich mir auch nichts vor. Nur wenn wir dann sagen, ja okay, Wissenschaft ist jetzt einfach Dienstleister für irgendwo anders entschiedene Fragen und Themen, dann haben wir uns aufgegeben. Dann sind wir sozusagen ja, ein Brotunternehmen. Nicht? Das sind wir zum Teil schon. Das ist übrigens einer der Gründe, weswegen Wissenschaft sehr an Autorität, an Glaubwürdigkeit verloren hat. Nicht, dass die einzelnen Wissenschaftler nicht intelligent sind, das sind sie sehr. Aber wenn natürlich diese Eigenständigkeit der Fragestellung über weite Strecken angesichts des Finanzierungshebels nicht mehr besteht, ist das ein Problem. Jetzt in diesem konkreten Punkt bei der Energiewende haben wir die Situation, dass die vier großen Institutionen, die auch starkes staatliches Geld kriegen, das ist Akademien, das Akademienprojekt, Energiesysteme für die 21. Jahrhundert oder so ähnlich, das leitet der Physiker Schlögel von der Max-Planck-Gesellschaft und Ortwin Rennensiedel, glaube ich, da auch mit bei der Leitung. Die haben also festgelegt, dass sie 8 interdisziplinäre Forschungsprojekte haben, die sich mit allen möglichen ingenieurwissenschaftlichen, technologischen, naturwissenschaftlichen Fragen befassen. Ganz viel. Und dann haben wir die Leibniz-Gemeinschaft, die macht auch ein großes Forschungsmoment, die Leibniz-Institute, auch zur Energiewende. Und die haben aber auch keinen Mechanismus, wie sie das eigentlich rückkoppeln mit der Gesellschaft, sondern sie machen in sich etwas, sind wahrscheinlich für die meisten gar nicht verständlich, was Fachwissenschaftler meistens darauf zurückführen, auch Soziologen, dass die anderen eben zu blöd sind, das zu verstehen. Nur, wenn man sich verstehen muss in der Gesellschaft, dann ist das keine wirklich gute, ausreichende Aussage und Erklärung. Man muss schon zu Verständigungsprozessen kommen. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat das auch, so ein Ding. Und wenn ich richtig sehe, die Fraunhofer Gemeinschaft oder Gesellschaft, die heißt glaube ich Gesellschaft, ne? Die hat das auch. So, wir haben 4 riesige, milliardenmäßig ausgestattete wissenschaftliche Projekte, die alle immerhin nicht mehr disziplinär, sondern interdisziplinär sind. Das ist ja schon viel, aber nicht genug. Denn wenn das, was dort ausgedacht wird, zum Beispiel teure Speichertechnologien, da geht viel Geld rein, wenn das abgekoppelt wird von den gesellschaftlichen Entwicklungen und die nach 10 Jahren Speicher sich ausgedacht haben, die kein Mensch braucht, weil die inzwischen die Gesellschaft ganz andere Lösungen gefunden hat, dann ist das nicht sehr gut investiertes Geld. Das ist eine sehr banale Betrachtung. Vielleicht kann man natürlich die Speicher teilweise dann die Technologien auch wieder anders verwenden. Es muss nicht so krass sein. Aber jedenfalls gibt es einen Bedarf und entweder aus Klugheit, Einsicht und eigene Motiv, wie bei Herrn Grunwald und bei Herrn Renn oder auch bei Herrn Schlögel bei dem Akademienprojekt. Oder es gibt ein Kalkül, wie zum Beispiel am BMBF, dass Sie sagen, also irgendwie müssen wir die mehr zusammenbringen. Und da wollte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen, was wir mit dem Akademienprojekt jetzt auch mit Hilfe des BMBF vorhaben. Ich hoffe, irgendwann in den nächsten 3 Tagen oder so wird der Antrag genehmigt, der ist jedenfalls vorbesprochen. Und auch mit dem Akademienprojekt vorbesprochen, dass wir sagen, wir wollen eine Kommunikation herstellen, am Beispiel dieses Akademienprojektes, zwischen unseren Trialogen zur Energiewende und diesen interdisziplinären, aber doch immer noch spezialisierten Forschungsgruppen. Und dazu kommt jetzt kurz etwas zu den Trialogen. Wir haben in der Humboldt-Viadrina School of Governance, die inzwischen pleite gegangen ist, aber wir haben was Neues geschaffen. Man muss ja auch als
pensionierte Beamtin irgendwann das Leben neu kennenlernen. Also ich habe es kennengelernt mit einer Insolvenz. Aber wir haben eine neue gemeinnützige Organisation gegründet, wo wir die Dinge der Schule, die auf der sogenannten politischen Plattform stattgefunden haben, fortsetzen. Da ist der Grundgedanke, dass wir sagen, angesichts der Governance-Probleme, die ich Ihnen am Anfang kurz skizziert habe, wir brauchen Plattform-Treffpunkte, wo wir mit einer gewissen Kontinuität eine Selbstverständigung in der Gesellschaft und auch Grundkonsenskorridore in der Gesellschaft schaffen, sodass die Politik überhaupt in der Lage kommt, eine sogenannte nachhaltige Politik zu machen. So wie Politik verfährt, das will ich hier nicht ausführen, sind die dazu nicht in der Lage. Machtkonkurrenzen, Parteienkoalitionen, alles das, eine Wahl nach der anderen, führt dazu, dass nicht eine wirklich strategisch durchdachte Politik gemacht werden kann. Dann sagt die Wissenschaft, diese blöden Politiker sind entweder korrupt oder kurzsichtig oder sonst was. Wir haben denen schon so viele Gutachten abgeliefert und die sind so klug, die Gutachten, und die setzen die einfach nicht um. Richtig, liebe kluge Wissenschaftler, die können sie auch gar nicht so umsetzen. So läuft Politik nicht. Das heißt, wir müssen ein neues Verfahren finden, unsere wissenschaftlichen Einsichten, die leider nicht verwendet werden, zureichen, außer sie sind kommerziell umsetzbar, dann werden sie schneller verwendet. Aber unsere wissenschaftlichen Einsichten so in den Politikprozess zu speisen, dass sie auch verwendet werden. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir vorstaatliche Verständigungsprozesse in Trialogen voranbringen, ich sage gleich, warum die Trialoge heißen, wo Wissenschaft ständig sich einspeist und auch Medien daran teilnehmen, weil jeder Prozess immer ein Prozess der Kommunikation ist, jeder Politikprozess, dann hat die Wissenschaft auch in ihrer Pluralität die Möglichkeit zu sagen, einzuspeisen. Wir nennen das Trialoge, weil wir drei große Akteursgruppen in den vorstaatlichen, nicht vorpolitischen, politisch ist das auch, aber vorstaatlichen, aber überparteilich, also keine Parteipolitik, Gesprächen haben, der Staat oder die staatliche Politik, der gesamte Unternehmenssektor und die organisierte Zivilgesellschaft, wie gesagt, mit Wissenschaft und Medien. Staat deswegen, weil ohne repräsentativ legitimierte, durch Wahlen legitimierte Politik wir keine stabilen Politikentscheidungen treffen können. Wir brauchen das. Aber ich sagte, sie reichen nicht, weil sie es gar nicht mehr schaffen, das, was alles in der Gesellschaft an Kontroversen ist, aber auch das, was an Kompetenzen ist, zusammenzunehmen. Wirtschaft ist dabei, obwohl sie nicht demokratisch legitimiert und gewählt und sonst was ist, aber sie hat inzwischen so viel Macht und auch grenzüberschreitende Macht, dass sie mehr in die Verantwortung genommen werden muss für die politischen und sozialen Voraussetzungen ihres wirtschaftlichen Erfolgs. Also nicht nur durch Steuern zahlen und Straßen machen und Rechtssystem und Bildungssystem, sondern eben auch in der Verständigung über Regelsetzung, über sich gemeinsam auf etwas als Regeln verständigen, auch grenzüberschreitend. Und die organisierte Zivilgesellschaft, also das kennen Sie unter Greenpeace und Amnesty und sonst was, aber das ist auch für uns auch Kirchen und Gewerkschaften, alle die, die nicht in den staatlichen Willensbildungsprozess offiziell reingehen, die ist wichtig, weil sie zwar auch nicht demokratisch legitimiert ist, aber als Einspeiser, als Initiator von neuen Politiken unvermeidbar ist. Parteien, ich bin langjähriges sozialdemokratisches Mitglied, Parteien haben nicht mehr diese Mobilität, der Glotz hat schon vor langer Zeit von den Tankern gesprochen, diese Mobilität, um ganz neue Sachen immerfort einzubringen. Aber sie haben die Funktion, sie dann langsam in den Politikprozess einzuspeisen und auch in Parlamente und in Entscheidungen, die repräsentativ und legitim sind. So, diese Trialoge, die sollen außerdem Vertrauen aufbauen, damit das, was an möglichen Lösungen in den vielen Dilemmata, die wir bei dieser Energiewende haben, drin ist, das auch ausgesprochen wird. Wenn Sie das alles ganz öffentlich machen, dann wird jeder Verbandsvertreter, der da ist, nur das sagen, was in der Verbandsverabredung steht. Dann kommen Sie überhaupt nicht weiter. Während, wenn Sie, was wir haben, Chatham House Rules haben, das heißt, Sie können über alles berichten, aber nie eine Zuordnung von Position und Person machen. Sie dürfen nicht sagen, wer was gesagt hat, aber Sie können die Inhalte berichten, damit das in der Gesellschaft sich fortsetzt. Dann können Sie Vertrauen bilden, und das haben wir auch gemerkt in, wie gesagt, über 25 Treffen in 2 Jahren über Energiewende. Da ist viel entstanden, da hat man sich kennengelernt. Da werden auch die Mittagspausen auf 1 Stunde festgelegt und da kann man sich auch unterhalten. Dann merkt man plötzlich, da drüben sind Funktionsträger und
Marx würde sagen Charaktermasken, aber das sind auch Menschen und die denken auch nach. Und da kann man vielleicht auch gucken, ob man mit ihnen zu neuen Wegen kommt, wo alle was davon haben. Also Umsetzung von Nullsummenspiel in Win-Win-Situationen, wenn es irgend geht. Diese Trialoge wollen wir nun mit dem Akademienprojekt in sogenannte Sounding Boards verwenden, um die Brücke zwischen wissenschaftlicher Forschung, Technologieinnovation einerseits und gesellschaftlich-politischer Entscheidung andererseits zu haben. Und wir werden also in Absprache und auf ausdrücklichen Wunsch sowohl von Herrn Schlögel als auch von Herrn Töpfer, der da mit beteiligt ist daran, für die einzelnen interdisziplinären Gruppen, wie gesagt 8 an der Zahl, zur Verfügung stehen, wenn sie entweder bei der Formulierung ihrer Fragestellung oder bei der Formulierung von Zwischenstationen, was auch immer, sagen, hier haben wir einen Bericht, den möchten wir mit euch besprechen. Und zwar einen ganzen Tag lang. Nicht ein Panel, 2 Stunden und danach gehen wir nach Hause, einen ganzen Tag lang wirklich besprechen, vorbereitet besprechen, dass wir das vorher kriegen, die verschiedenen Stakeholder. Und wir denen auch sagen, wo eventuell Probleme sind, dass sie uns sagen, wo sie Probleme sehen. Und sie haben damit ein Publikum, das nicht wissenschaftlich spezialistisch ist, aber doch nicht unbeleckt von all den Energiefragen und ein eigenes Wissen hat aus dem Unternehmenssektor, aus den NGOs, wo sie sehr viel gutes Wissen oft haben. Und dieser Verständigungsprozess, der auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufdrängt sozusagen oder oktroyiert, dass sie sich verständlich machen müssen. Was ist die Basic, man muss nicht ins Detail von gehen, aber was ist die Basic Line dessen, was ich da mache, worauf ich hinaus will. Dies ist etwas, was wir versuchen, um als ein Experiment diese Verständigung hinzukriegen. Wir haben bei unseren Trialogen ein wissenschaftliches Begleitseminar gehabt über mehrere Jahre hinweg, wo wir unter anderem auch geprüft haben, ob diese Art Diskurs, die wir da machen, insofern bin ich schon für Diskurs, die sich bei Habermas deliberativer Kommunikation anlehnt, also Deliberation, argumentativer Austausch, anknüpfen an dem Argument des anderen und nicht einfach gegenplauzen oder sagen, interessiert mich gar nicht oder unterstellen, sondern wirklich anknüpfen. Wir haben da Befragungen gemacht und es hat sich herausgestellt, dass die alle mit Tonband aufgenommenen, aber vertraulich behandelten Gespräche, die wir hatten, sind alle abgeschrieben worden, ausgewertet worden und so weiter, dass sie wirklich zu 80% den Kriterien dieses Diskurses, da gibt es so ein Schema für empirische Untersuchungen, entsprechen. Der Bundestag entspricht zu 40%. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn im Bundestag geht es immer um Argumente mit Macht verbunden. Die können nicht einfach was sagen, wo sie dann die Hälfte ihrer Wähler verlieren. Das geht nicht, das muss man realistischerweise sagen. Aber wir können etwas sagen, unabhängig von der Opportunität in der Wahl. Und diese 80% schaffen doch eine ganz andere Informationsbasis und ein Filtersystem gegen hemmungslosen Partikularismus. Weil alle die da reinkommen, sagen, oh, ich weiß jetzt, da sind aber Leute, die wollen was ganz anderes und die sind verdammt gut informiert. Ich muss mir also überlegen, ob ich einfach wie in irgendeinem Lobbyverband was losplauze oder ob ich mir nicht sage, naja, dann blamiere ich auch mich auch vielleicht. Das kennen alle eine ganze Menge. Ich habe das mal erlebt mit einem Vertreter einer Kupferhütte, die verlangen viel Energie, brauchen viel Energie. Als er das erste Mal kam, in eine Untergruppe, ich weiß nicht, ich glaube, war auch Europa, ob sie dabei waren. Also jedenfalls, der kam, smart aussehend und alles, und hat erstmal uns allen gesagt, wir hatten schon 10, 15 Mal uns getroffen, hat uns allen erklärt, wie bekloppt wir sind und dass wir das alles gar nicht verstehen und so sieht's aus und so sieht's aus und so sieht's aus. Wir haben dann gesagt, ja, das verstehen wir haben darüber nämlich auch schon etliche Male gesprochen, über das, was Sie da gesagt haben, hat er vielleicht nicht so gerne gehört. Der hat aber, ist weitergekommen und das dritte Mal, als er kam, ist er zu mir gekommen und gesagt, Frau Schwan, ich möchte mich bedanken. Ich kriege hier eine Information in kürzester Zeit über die unterschiedlichen Standpunkte und auch über die Validität von Argumenten, die ich sonst nicht kriege, weil wir die vielen Perspektiven sonst nicht zusammenbinden, sondern immer in sozusagen homogenen Gemeinden sind. SPD, CDU-Wirtschaftsrat, Grüne, Linke sind immer homogen und können sich bestätigen, aber nicht gegeneinander argumentieren und damit auch, wie gesagt, die Tragfähigkeit der eigenen Argumente prüfen. Und der Punkt ist, das nenne ich deswegen, weil
das natürlich eine kleine Gruppe ist. Wir arbeiten auch daran, ob wir das visualisieren und weiter öffentlich machen können. Aber der Punkt neben der rein persönlichen oder sagen wir mal sozialspezifischen Repräsentativität, dass irgendwelche Verbände dabei sind oder welche NGOs dabei sind, das kann gar nicht sein. Dafür ist das Parlament da. Die müssen repräsentativ sein. Sind sie natürlich auch nicht gruppenspezifisch. Über die Hälfte sind Rechtsanwälte zum Beispiel nicht. Also es ist nicht wirklich ein soziales Ebenbild. Aber trotzdem, die sind von ihrer Wahl her erstmal allen offen. Aber das Argumentieren ist der Punkt. Und diese Grundidee, wir haben ja hier viele Philosophen, habe ich schon gehört, diese Grundidee, dass man über Argumentation wahrscheinlich nicht ein Gemeinwohl im Sinne von Thomas von Aquin hierher bringen kann, aber zumindest die Behauptung von Partikularinteressen abwehren können, wenn sie sich als Gemeinwohlinteressen drapieren. Das ist ja der normale Weg. Also wenn ich mehr Subventionen einem Unternehmen haben will, dann sage ich natürlich nicht, dass ich auch mehr Gewinne will, sondern ich sage natürlich, dass ich Arbeitsplätze schaffen will. So, und das weiß auch jeder, dass das ein Versteckargument ist, aber das muss man nicht haben, wenn man in so einem Kreis ist. Also die Deliberation ist ein wichtiger Punkt und wir haben eben auch festgestellt, dass die zu uns kommen, bei Befragungen, die wir gemacht haben, qualitativen, sagen, sie haben in sehr, sehr kurzer Zeit einen enormen Informationsstand gewonnen über das, was da zur Debatte steht. Alles müssten Sie sich sonst in Einzelartikeln zusammensuchen oder auch mal in der Podiumsdiskussion 4. Und wenn es eine rein innerwissenschaftliche ist, ist sie auch nicht so instruktiv, ehrlich gesagt. Weil dann haben Sie nicht diesen Grundstandpunkt von Unternehmen oder den Grundstandpunkt, die sind natürlich auch unterschieden, ob Sie Erneuerbare haben oder Fossilen, das ist natürlich unterschieden, aber trotzdem, sie kriegen die Gegensätze mit und sie lernen aus diesen Konflikten, aus diesen Gegensätzen, das schafft Transparenz und damit können sie, und das ist wiederum unser nächster Schritt, das ist alles Work in Progress, wie Sie merken, können wir jetzt auch versuchen, das versuchen wir zum Beispiel übermorgen am Mittwoch, Vertretern des Wirtschaftsministeriums, die nun vor der Frage stehen, Kapazitätsmarkt oder Energy-Only-Market, also nur mit Flexibilisierung nur den normalen Markt, mit Preisspitzen, die das regulieren müssen, dass wir dann auch in bestimmten raren Situationen genug Energie haben. Also wenn wir das denen vorführen, dann ist das eine Alternative zum typischen Lobbying, was hinter verschlossenen Türen geht und wo sich Herr Barke oder so eben entweder was sagen lässt oder nicht oder seine Abteilungsleiter und eine Enquete-Kommission, wo sie Anhörungen machen und dann versuchen, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Dieses dritte Format ermöglicht den Vertretern des Wirtschaftsministeriums, wir machen dasselbe in einem anderen Thema mit dem Familienministerium, ermöglicht zu gucken in Nuce sozusagen, wie sieht die gesellschaftliche Debatte unter kontroversen Gesichtspunkten dazu aus. Ja, das sind nicht alle kontroversen Gesichtspunkte, die wir auf dieser Welt haben oder in dieser Gesellschaft, aber es macht unendlich viel aus, wenn sie überhaupt wirklich von den gesellschaftlichen Stakeholdern unterschiedliche Interessen vertreten haben. Nicht so, also wenn Sie verschiedene wissenschaftliche Schulen haben, die Sie ja sowieso oft gar nicht mal in einem Institut haben, aber wenn Sie sie haben, ist es nicht so ergiebig, wie wenn Sie die gesellschaftlichen Stakeholder haben. Die müssen kein Rollenspiel machen, sondern die haben wirklich ein Interesse daran, dass bestimmte Argumente nicht im Raum stehen bleiben, weil Sie dann das Gefühl haben, Ihr Terrain geht kaputt. Und so können Sie mit denen arbeiten. Das sind unsere Trialoge, das ist der Versuch, diesen Raum, diese Zusammenarbeit zu organisieren zwischen technischer Innovation und politischer Entscheidung. Und das will ich jetzt erstmal als Schlusssatz sagen. Es ist eine Kooperation, es ist eine Kommunikation, die ich oft in Anlehnung an die sogenannte soziale Marktwirtschaft in den 60er, 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts nenne. Da hat man immer entweder von Sozialpartnerschaft gesprochen oder die radikalere Gewerkschaft, die IG Metall, die auch stärker ist und die mehr Marxismus noch in ihren Genen hatte, die hat immer von antagonistischer Kooperation gesprochen. Weil der Antagonismus, Sie sind wahrscheinlich alle viel zu jung, um noch Antagonismus von Kapital und Arbeit zu kennen als Begrifflichkeit, aber jedenfalls, dieser Antagonismus ist ja eigentlich unüberwindbar. Wir müssen das System ändern, sonst kommen wir nicht weiter. Und wenn hier von antagonistischer Kooperation die Rede
ist, dann ist das ein Widerspruch, weil eine antagonistische Kooperation kann es danach eigentlich nicht geben. Sie müssen das System ändern. Da wir glauben, es gibt nicht ein radikal anderes System, was alle diese Probleme behebt, sondern es gibt nur Stellschrauben für ein System, das wir haben, die dieses System in der Produktivität belässt, aber in der sozialen Verantwortlichkeit besser regelt, sagen wir eine antagonistische Kooperation. Das heißt, wenn diese Stakeholder sich miteinander unterhalten, heißt es nicht, dass die Friede, Freude, Eierkuchen miteinander sagen, sondern dass sie ihre originären Interessenkonflikte auf den Tisch legen. Sie müssen das auch tun, denn sonst ist ihre Ratio weg. Aber sie werden angehalten, zu überlegen, ob es nicht doch gemeinsame Ebenen, Bezugsebenen gibt, wo man sich vielleicht nicht auf Dauer, aber für eine gewisse Zeit einigen kann, ohne dass die Grundperspektiven aufgegeben werden. Das ist ein typisch klassisch reformistischer Weg. Ich bin ebenso, bekenne mich auch dazu, weil ich wirklich eine total systemisch radikale Alternative weder theoretisch kenne, noch auch politisch praktisch umsetzen möchte. Da haben wir nicht so gute Erfahrungen mit solchen radikalen Umsetzungen. Damit könnte man es machen und damit ende ich jetzt erstmal und stehe jetzt einfach zur Verfügung, soweit Sie das möchten, für Rücksprachen und Forderungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus